Hallo, Mod Kitchen Talk, nächste Ausgabe. Und diesmal sind wir im sonnigen Süden der Republik. Wir sind in Baden. Und zwar auf einem Weingut, das vielen Weinfreunden noch nicht so richtig bekannt sein dürfte. Axel Bauer. In Baden ist es ja nicht so ganz leicht, Weißweine zu machen. Weißwein mag es eigentlich ganz gerne, wenn es ein bisschen kühler ist. Dann bleibt die Frucht ein bisschen besser da und die Frische ist da und so. Das ist zu warm, ist schwierig. Deswegen muss man natürlich viel tun, wenn man in der wärmsten Ecke Deutschlands ist. Und das macht auf dem Weingut Axel Bauer der Thorsten Klein. Der ist dann nämlich der zuständige Kellermeister. Und der kann uns zum Thema Handwerk eine ganze Menge erzählen. Bei uns ist ziemlich viel mit Hand, so ziemlich alles. Also im Weinberg haben wir, die Weinberge sind alle Steillagen, deswegen geht es da nur von Hand. Auch im Keller arbeiten wir eigentlich sehr handwerklich, also keine Großindustrie, wie das bei Kellereiware so häufig der Fall sein kann. Hier ist wirklich noch alles Handarbeit. Ich bin ehrlich gesagt angenehm überrascht, wie schlank und wie frisch dieser Wein ist. Obwohl er, wie gesagt, aus dem Baden kommt, der wärmsten Region in Deutschland. Obwohl er vier Rebsorten hat, Weißburgunder, Grauburgunder, Chardonnay und Riesling. Das Ganze wird nicht zusammengesetzt. Das ist aus einem Guss. Das ist schlank, das ist frisch. Das macht Spaß zu trinken. Und das ist vor allen Dingen als Speisebegleiter super geeignet. Im Frühjahr, wenn die ersten Gemüse kommen, wenn es Salate gibt und so, dann diesen Wein dazu. Das ist perfekt auf der Terrasse, wenn man schon draußen sitzen kann. Passt extrem gut. Diese Würze, die der Wein hat, diese untergründige Würze, die sorgt echt dafür, dass der perfekt zu Speisen passt. Thorsten, was würdest du denn dazu essen? Ich sehe das Ganze hier eigentlich mehr so bei Pastagerichten. Mit einer schönen, mit vielleicht mit Meeresfrüchten, mit ein paar Garnelen. Vielleicht oder auch zu einem Salat, der ein bisschen gehaltvoller ist. Mit ein paar Putenstreifen, nichts Schweres, einfach das, was einem Spaß macht. Okay, Kompromissvorschlag. Machen wir Pasta-Salat, oder? Dafür nehmen wir so aromatisiertes Olivenöl mit Knoblauch, mit frischen Kräutern und dann kommen vielleicht ein paar Ofentomaten dazu, um dem Ganzen Würze zu geben, vielleicht ein paar Oliven, sowas in die Richtung und das Ganze so lauwarm angemacht und dann auf den Teller. Hey, das ist doch die perfekte Mischung. So ein lauwarmer Nudelsalat dazu, C4, diese Cuvée von Axel Bauer im Glas, da kann eigentlich nicht mehr viel schief gehen. Ich werde mich über den Nudelsalat hermachen und werde ein bisschen Wein dazu trinken. Euch wünsche ich in der Zwischenzeit viel Spaß auf unseren anderen Kanälen, auf Instagram, auf YouTube, Facebook. Wir sind überall mit dem Mod Kitchen Talk. Schaut einfach rein, da gibt es noch ein paar andere Winzer und ein paar andere Tipps, was man dazu essen kann oder nicht dazu essen kann. Und dummes Gequatsche von mir. Also unbedingt reinschauen, nichts verpassen. Danke für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!